Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der Französischen Revolution. Fiese Ferse ist unsere nächste Mission. Zum Glück nur eine Stufe 4er. Was aber nicht bedeutet, dass sie hier nicht auch ätzend werden kann. Ihr da, seid ihr die Antwort auf meine Gebete? Auf die Bitten eines Poeten, der die Ehre Frankreichs im Herzen trägt? Sagt den Namen Jacques-Louis David und seht, ob es euch nicht wirkt dabei. Nun, ich habe ein paar Gedichte verfasst, die das Leben jenes abscheulichen Agitators persiflieren. Leider befinden sich die letzten Verse in meinem Heim unter Verschluss. Wenn ihr mir sie beschafft, erfährt das Volk von Frankreich die Wahrheit über Davids Hirngespinste. Und mein Vermächtnis wäre gesichert. Geht! Alles klar, was erledigt, mein Freund? Befinden sich also alle natürlich im Sperrgebiet. Wo auch sonst. Ich vermute mal im Haus. Ich dachte, ich müsste vor Lachen in Ohnmacht fallen. Und wenn sich das im Haus befindet, heißt das, dass die Scharfschützen mir relativ wenig anhaben. Alles klar, die Typen gehen mir auch so auf die Nerven. Ja, das tue ich. Mit Erfolg. Jetzt stellt sich mir die Frage. Ach, Scheiße, guckt euch den armen Kerl an. Kleiner sadistischer Haufen Scheiße. Was sollte das? Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich da oben ins Fenster. Junger Mann am Gewehr. Verhalten Sie sich ruhig. Obwohl er kommt. Das hat auf jeden Fall geklappt. Ich habe gedacht, ich kann ihn jetzt schon erledigen. Aber nein, natürlich erledigen wir den Typen, der bereits auf dem Boden liegt. Wen auch sonst, Leute, wen auch sonst. Mach doch die Rauchbombe! Mann, ey! Ich spam das hier und dann passiert nichts. Und dann denke ich, ja, vielleicht macht das gleich. Jetzt kann ich wieder nichts treffen hier. Will ich behaupten, das Spiel ist voller Bugs. Sowas von. Das Spiel ist schrecklich. Was die Bugs angeht. Ich habe selten ein so verbuggtes Spiel gesehen. Aber okay. Das war halt echt ärgerlich, dass wir den Typ auf dem Boden da eliminiert haben und nicht den Typen, den ich eigentlich eliminieren wollte. Aber immerhin haben diese Herren die Güte, mir bisher eine Medizin zu spenden. Sogar zwei. Schau an. Heute ganz spendabel. Sind sie denn die Briefe?
doch anonym werden. Ja, dann mach hin. Ach, du willst mich verarschen. Ich komme doch gerade von oben. Die wurden mir eben nicht angezeigt. Das geht auch schneller. Ich weiß, dass Papier aufheben manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber so schwer nun auch wieder nicht. Gib mir das. Voll, habt ihr gesehen, wie er richtig zugelangt hat eben? Jetzt wieder ab zu unserem Schriftstellerkumpel. Dessen Name ich. Ach, der steht sogar da. Ja, ich bin blöd. Ist nicht einfach, wenn man dumm ist. Er hat dreimal denselben Hund. Den gleichen Hund. Krasser Typ. Oh, mein Vers. Bravo, mon ami, bravo. Nun kann ganz Frankreich den Abschluss des Jeu de Paume hören und sehen, mit welchen Farben Jacques-Louis David wirklich malt. Aber sie werden verrückt vor Lachen. Garantiert. Wenn du das sagst. Ich habe gerade gesehen, wir haben noch genug Zeit für eine weitere Mission. Wobei, was heißt genug Zeit? Wir haben noch 13 Minuten Zeit. Für eine Fünfer-Mission. Ob wir das schaffen? Ich glaube nicht. Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? Fast 3000. Okay, wir brauchen 10.000 Credo-Punkte. Um nochmal den Gürtel zu verbessern. Oh, hallo. Ah, nee, ist nur Schwierigkeit 3. Die Nationalgarde eskortiert eine Gruppe Nonnen, doch die Menge wird sie gleich angreifen. Das überleben sie nicht. Die Nonnen verteidigen. Nonnen, ich komme. Nee, wo sind denn die Nonnen? Sind das die Nonnen? Nee, was sind die Nonnen? Das sind die Nonnen und das sind wahrscheinlich die Angreifer. Nee, die muss ich verteidigen? Die muss ich verteidigen. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte alle zusammenbleiben. Wir machen das wie bei Far Cry Primal mit den Mammuts. Immer eine Gruppe bilden und zusammen interagieren und agieren. Keine Einzelaktion. Die letzten werden von den Mammuts gefressen. Von den. Keine Ahnung. Schön die Nonnen in Ruhe lassen hier, Kollege. Jetzt wird es Probleme geben, ja. Weil die haben einen Scharfschützen. Hä? Töte doch. Arno. Danke, ich muss da runter. Arno, mach bitte. Danke, schnell. Bitte, jetzt hier runter und weiter geht's. Nein, da sterben Nutten. Nonnen. Ja, wahrscheinlich, Alter. Wie ich stürme und lauthals rufe, nein, ja, da sterben Nutten. Selbstverständlich meinte ich, da sterben Nonnen.
Idioten und eure Freiheit trinkt Blut! Wie viele Nonnen haben jetzt überlebt? Ich hoffe, genug. Nochmal Entschuldigung dafür, dass ich gerade eben zu Nonnenmücken gesagt habe. Ich war gerade eben... Man sagt, in Versprechern und in der Wut sieht man oder hört man das wahre Innere des Menschen. Alter. Leute sterben und töten. Oh, wenn ich mal wieder ein Best-of machen sollte... Nein, da ist eine gestorben. Wenn ich mal wieder ein Best-of machen sollte, kommt das definitiv in das Best-of rein. Ihr seid übrigens, ich gebe euch übrigens das Recht dazu, euch meine Videos anzugucken. Und, daraus YouTube-Kacke und Best-ofs zu machen. Da werde ich nicht striken oder so. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, macht gerne den Daumen. Und ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.